letzte Feinjustierung von unserem Bimini. Ich glaube, so sah sie vorher mal. Ah, es ist oben noch nicht so richtig straff hier. Naja. Ja, wie immer mussten wir die Schraube ausbohren. Und jetzt dreht der Glenn da ein neues M6er Gewinde rein. Das hat schon mal funktioniert. Die Madenschraube verschwindet da drin. Das sind noch so die Überbleibsel von der Silvesternacht. Der Glenn hat nämlich schön immer im Sand gesessen und gelegen. Und da haben sie ihn aufgefressen. Schmeckt wohl gut. Juckt das auch? Oh, mittlerweile geht's eigentlich. Sehr gut. Er ist nämlich hier schon wieder dabei. Heute 4 Bisse? Nee, 4 Fische. 4 Fische. 4 Fische heute. 2 haben wir wieder reingeworfen und 2 haben wir, sind für den Verzehr geeignet. Was für ein Scheiß. Heute machen wir ein Strandbarbecue und wollen noch einen Fisch räuchern. Und ich habe mich dazu entschieden, heute über die Insel zu laufen, während Mama und Papa drum rumfahren. Wir sind hier auf Isla Espiritu Santo. Das ist schon echt sehr schön. Ziemlich paradiesisch. Der Sand, der ist nicht ganz so fein, aber trotzdem angenehm zum Laufen. Ich habe die falsche Abzweigung genommen und bin bei dem kleinen Strand auf der anderen Seite rausgekommen. Aber der ist auch wunderschön, muss man sagen. Jetzt muss ich da über den Berg rüber. Mal gucken, ich werde meinen Weg schon finden. Das ist jetzt der Blick auf die Bucht, wo auch unser Beiboot liegt. Und Mama und Papa kommen da jetzt gerade angerannt und werden das wahrscheinlich ein wenig weiter an den Strand ziehen, weil sonst wird es weggeschwimmt. Und ich komme von da. Na dann, mach mal an. Ohne Papier, ohne Spiritus, ohne alles. Versuchen wir hier in Panama Feuer zu machen. Es qualmt schon mal. Den haben wir gerade aus dem Feuer gerettet. Jetzt weiß er nicht mehr. Der ist gesprungen. Der ist ja gesprungen. Und es brennt. Heute versuchen wir mal, die Makrele zu räuchern. Also eine von den Makrelen. Die andere kommt nachher auf den Spieß. Wir sind wieder an unserem schönen Strand hier. Ist einfach herrlich. Jetzt wurde der Fisch, wird da gleich mal aufgespießt. Der kleine Buddy da drinne landet auf dem Spieß. Zu schnell. Aber. So Schatz, mach's mal auf. Jetzt ist es voll gemein. Wollt ihr den da einmal wirklich durchjagen? Ja, wie denn sonst? Wo willst du mich denn hinschubsen? Und vor allem pass mal auf, dass er dich jetzt nicht aufspießt auch. Sollen wir schieben oder ziehen? Ja, nee, du musst schon ein bisschen... Ich kann ihn nicht draufschieben, weil er ist zu glitschig. Er kommt gleich ein Bobbes raus. Ist gut. Ja. Ja, sehr gut. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Lisa punta, al palo. Punta al palo. Was? Er ist doch schon. Ja? Abschneiden. Ja. Ah. Ah. Ja, ja, ja. Ja, aber jetzt ist er, kommt jetzt er, oder? Der ist gleich da. Ah, der ist schlecht. Der ist schlecht. Ah, ist er. Ah, ja.
Die Annette probiert jetzt mal unseren geräucherten Pfiff. Aber? Super. Ja? Fantastisch. Mhm. Super, super lecker. Freut uns. Ja, auch die Panamesen sind zum Lockdown aus San Miguel geflüchtet und haben hier den Tag schön am Strand verbracht. Einmal 75 angeschmissen. Angeschmissen gleich? Ah, nicht sofort. Ah, der 40er auch noch. Keiner läuft. Ah, das ist Yamaha. Ciao, ciao. Alle, immer, ne? Ja. Immer. Und ich bin auch der Meinung, ich habe den Panga auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja. Wieder mal nicht funktioniert und da wollte ich den jetzt noch mal auseinanderbauen. Dabei habe ich aber festgestellt, dass ein Kontakt vom Rudergeber nicht mehr angeschlossen war. Also das Kabel war gebrochen. Jetzt habe ich das neu verdrahtet und wenn man da mal drauf schaut, er funktioniert. Das Einzige, was immer noch nicht geht, ist unser -10-Knopf. Alles andere geht. Wir sind heute auf der Antje mit Antje und Norbert und das ist hier eine Reinke 10 Euro. Ist das korrekt? Ja, Reinke Euro einfach. Reinke Euro. Mit Außenbordmotor, 25 PS. Und sie ist schon einmal um die Welt gesegelt. Mit dem Motor. Mit dem Motor sogar, ah. Und das ist hier von innen vorne die Aigner-Koje, hier der große Salon. Ja, da, und da guckt man raus. Das sind halt so Sachen, die kannst du dann nicht, die halten sich dann nicht so. Endlich haben wir mal wieder jemanden gefunden, der noch Bücher an Bord hat. Die Antje hat jetzt nämlich gerade Bücher gebracht zum Büchertausch. Die Annette, die zensiert die jetzt und dann schauen wir mal, was da Schönes dabei ist. Auf geht's zum Wasserfall! Jetzt ist der Anfang, ne? Ich habe das Komponieren gesehen. Ah. Oh.
muss das Ding bloß noch nachher anbinden, das Hochwasser ist ja erwartet dann. Ja. Und möglichst so anbinden, dass es sich nicht unter einem Baum verkeilt. Ja, ja. Und so sieht das aus, wenn wir durch den Fluss laufen. Ich mach mal die Liane ab. Nee, warte mal nicht, wir wollen eine tolle Aufnahme. Wir machen eine tolle Aufnahme? Was für eine tolle Aufnahme? Wie ich gerade runterfalle oder was? Ja, also so als Not. Rohheim? Ja, ja, ist klar. Oh, das ist ja wie eine Treppe. Okay, ich lass los. Ja, ja. Okay. Hier weiß ich gar nicht, wie wir da durchkommen sollen. Aber ich sehe dahinter, okay, ich mache Fleißarbeit jetzt. Len, wenn du meine Sachen nimmst hier, dann bin ich schneller. Natürlich. Da kommst du nicht, wie kommst du nicht durch? Nee, einen Umweg. Lieber? Also. Lieber etwas weiter bei dir da? Lieber ein bisschen höher gehen hier, glaube ich. Scheiße. Die Ahren sind immer so weich. Den hier noch weg. Echt schon. Das gleiche dachte ich mir auch schon. Und Spinnen. Skorpione. Alles das, was ziemlich fies ist. Ah, jetzt kannst du auch gehen. Oh, wolltest du noch ein bisschen leichter machen? Ja. Aber. Oh, wir sind durch. Wir sind jetzt eine Stunde unterwegs und hoffen jetzt auch gleich anzukommen. Ja, wir kommen dem Ziel näher. Da bist du durch. Da ist er durch. Oh, schöner Pilz. Ja, ich verstehe es nicht. Ja. Andere sitzen zu Hause gemütlich und kriegen ihr Hartz IV. Und du musst dich hier durch den Urwald schlagen, ne? Und dann normalerweise müssten wir das bezahlen. Ja. Oh, hier die Pilze, was? Mhm. Ah, Mensch, war eine gute Idee. Die Expedition muss leider abgebrochen werden. Wir sind ja 2 Stunden vor Hochwasser hier rein. Wenn wir zu spät wieder zurückkommen, dann kriegen wir das Ding hier nicht mehr ins Meer. Ja, schade. Haben wir nicht gefunden, den Wasserfall? Naja, aber das kommt immer noch.
Ja, ja, bitte. Das ist doch trotzdem noch. Guter Ersatz. Ja, ist doch super. Jetzt hier mitten im Dschungel so ein Wasserfall. Ja, der andere läuft vielleicht noch. So, wir haben es geschafft. Also nicht ganz bis zum Wasserfall, aber ja, herrlicher Trail gewesen. Wie lange sind wir denn gelaufen? Wegweiser nicht gesehen. Wie lange sind wir gelaufen? Insgesamt jetzt? Annett. Also insgesamt sind es bestimmt 3 Stunden. 3 Stunden. 3 Stunden gelaufen. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Das ist marschieren. Ja, ja. Beim Rudern macht man das nicht. Man muss trommeln, ja. Nee, da sagt man was anderes. Hol weg! Warte mal, du bist zu schnell. Ich muss hier weg von der Böschung. So, jetzt. Hol weg! Hol weg! Wird nix. Nacht hat es wieder ordentlich geregnet. Das Ding ist voll und wird jetzt leer gelänzt. Das ist auch der morgendliche Sport in der Regenzeit hier in Panama. Der 10. Januar. Wir liegen immer noch vor Espiritu Santo. Aber wir brechen heute auf, weil wir unbedingt auch mal wieder Internet benötigen, um zu wissen, wo unser Paket ist, was in der Welt los ist, wie es unseren Lieben zu Hause geht. Dafür brauchen wir Internet. Nach einer Woche
geht's hier wieder Anker auf. Als allererstes muss der Hanepoot gelöst werden. Das ist dieses Seil da vorne, das verhindert, dass die ganze Zeit der Druck auf der Ankerwinsch lastet. Das ist unser Hanepoot, den die Annette da jetzt hochholt. Mit einem Gummiruckdämpfer. Okay. Leider müssen wir unsere Kette einsortieren, weil der Ankerkasten nicht so tief ist und sich dann das alles drinnen staut und verklemmt dann. Aber kann man mit leben. Stück zurück. Sehr schöne Ecke hier. Da vorne, das ist die Antje. Antje und Norbert aus Rostock. Und das ist hier Espiritu Santo. Auf der anderen Seite sind die schönen Sandstrände, wo wir Barbecue und Lagerfeuer gemacht haben. Glenn steuert heute mal unsere Drohne und macht vielleicht Aufnahmen für unser Intro-Video. Mal schauen. Ja. Ein Stückchen. Zueinander drücken! Bei. Ja. Alter, der hebt dich ja fast ab! Wahnsinn! Der Glenn bringt jetzt heute hier unseren YouTube-Aufkleber an. Klebt nicht an der Folie! Ja, das ist schon kacke. Ja, total. Ich stehe da rum. Nicht so einfach, weil es da oben ja doch hin und her wackelt und die Folie scheint auch nicht optimal zu sein. Ja.
fast fertig. Fehlt noch ein I da oben. Aber das kriegt da hoffentlich auch noch hin. Super. Es ist vollbracht. Freunde der Limelight. Immer schön schauen und gib bitte Kommentare ab. Moi, les faits où qu'on est, mon sentiment, tu comme ça. Moi, tu les carrés, c'est où c'est où.